Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander & Conquer, der Tiberio Conflict Remastered Edition auf Seiten der GGI. Ganz genau, liebe Leute, und wir haben hier direkt, wir kriegen direkt hier einen Angriff. Oh mein Gott, Leute, direkt ein Flammenpanzer. Und das fängt doch schon mal witzig an, muss ich sagen. Ganz ehrlich. So, Leute, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden hier. ja, wir waren ja beim letzten Mal in der letzten GDI-Mission tatsächlich. Genau. Und ja, müssen jetzt hier den Dot endgültig platt machen. Und ja, dann würde ich sagen, kriegen wir was schon hin hier. Mit der schönen Act of Instinct-Mucke. Der Turm ist echt kaputt gegangen. Unfassbar. Boah! Unfassbar, der mit seinen Gummipanzern. Ey, der mit seinen Gummipanzern. Kann man sich auf nichts verlassen hier, ne? Muss man wieder alles selber machen. Mann, 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 alles muss man selber machen. So, aber das passt doch. Sehr schön, liebe Leute. Ja, wie gesagt, da sind wir wieder mit Command & Conquer. Und, wie wir jetzt die Noddies hier platt machen noch am Ende. Genau. Hier haben wir beim letzten Mal schon die Karte erkundet. Wir sind nämlich in der allerletzten Mission jetzt hier. Und wir haben die Karte erkundet. Wir wissen, wo seine Geldressourcen sind. Das ist eigentlich verdammt interessant, muss ich sagen. Wartet mal, kann ich die... Die kann ich mal reparieren fahren. Ja, ja, kommt. Ich weiß nicht, ob ich die Kohlgeldressourcen von ihm brauche, aber es sieht so aus, ne? Es sieht so aus, als ob ich mich da gleich mal vorbereiten muss. Ja, ja, okay. Gut, liebe Leute, dann machen wir das doch mal eben schnell. Und da kommt er mit seinen Gummipanzern an. Och, Leute. Hört doch mal auf. Das ist doch kindisch, was du hier machst, lieber Noddy. Ionenwerfer, jo. Geil, Leute. Du nervst. Ionenwerfer zur Verteidigung benutzt. Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, wenn der Gegner hier so angeschissen kommt, da bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als uns hier... Ach, Leute! Mensch! Ich muss ihm unbedingt seine Kohle hier unten wegnehmen. Das werde ich aber auch mal machen. So, Invasor, komm mal her, bitte. Ich muss ihm unbedingt seine Kohle wegnehmen. Was? Da war wieder ein Flammenpanzer. Da kommt er schon wieder an. Och, das gibt's doch nicht, Leute. So, Leute, wie gesagt, hol dir mal bitte die Kohle da von ihm. So, dann der Invasor bitte einmal da rein. Ah. Genau, Leute. Fahr das Mannequin platt, komm. Fahr den Typen doch platt, Mann. Ah. Alles klar, liebe Leute. Dann kann ich hier unten nämlich schon eine Werkstatt hinbauen. Och, ihr geht mir ganz schön auf die Nerven gerade, ihr Noddies. Hier kann man noch nicht mal sich ordentlich aufbauen, Mann. Weil er einfach so viel Geld hat, der Kollege. Ah, da muss ich tatsächlich noch eins hier unten kaputt schießen. So, unsere Basis. Wo denn? Ist doch nix. Genau, und hier unten dann laufend Invasoren bauen, Leute. Ja, wobei, kommt der hier rein? Ne, ich muss die Mauern kaputt schießen. Ach, verdammt, Leute. Ja, oder? Ja, oh, okay, fahr drüber. Oh Gott, mach den kaputt da unten. Oh, scheiße. Ja, das war's wegen dem Raketentypen. Puh, alter Schwein gehabt. So, sehr schön. Da kann ich dann meine weiteren Invasoren bauen. Den lasse ich mal hier stehen, damit er die... Ja, nicht nachbaut, die Dinger. Und dann kann ich weitere Mammutspanzer bauen. Ist das eine geile Taktik, Leute. Schaut euch das an.
So, was ist jetzt hier wieder? Ein Gummipanzer. Sehr schön, Leute. Schau ich das an. Ich klaue mir seine ganze Kohle hier weg, Mann. Oh. Oh, 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 oh. Ja, das ist jetzt blöd. Wartet mal. Bam. Weg ist er. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Ionenwerfer gleich. Ja. Ich hole mir aber noch die anderen beiden Silos. Und, ja. Das ist so eine Taktik, liebe Leute. Die habe ich mir jetzt so in der letzten Woche überlegt. So. Ah, schau ich das an. Ja gut, dann lass den halt. Bam, genau. Was macht der denn da? Jetzt schießt die Mauer kaputt. Oh, ja gut, lass den das machen. So, die kriegt er kaputt, oder? Den kriegst du kaputt. Jawoll, sehr schön. Sehr gut. Dann würde ich sagen, baue ich mal weiteren Invasor hier. Und währenddessen rollt die Mammutpanzerproduktion weiter. Da seht ihr das. Sehr schön. Sehr, sehr gut, Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Beim guten alten Command & Conquer Remaster. Und, wo kommt der denn her? Du Sack. Mach dir einfach meinen Invasor platt hier. Das brauche ich gar nicht zu reparieren, weil, das wäre jetzt nur Geldverschwendung. ja, hier unten habe ich noch einen tatsächlich, sehr gut. Oh, das ist jetzt aber, dreist. Gut, Leute, aber ich würde sagen, ich baue einfach meine... Nein. Lässt du mein Invasor in Ruhe, danke. Puh, ey. So, liebe Leute, ich werde einfach weiter Mammuts bauen. Die Taktik ist doch echt genial hier. So, der kann nämlich schon hier unten das Ding einleben. Genau. Ich werde die nämlich nicht alle auf einmal verkaufen. Weil wenn ich die alle auf einmal verkaufe, ist in den Not-Silos weniger Geld drin. Genau. So, dann würde ich sagen, bau noch einen Invasor. Weil schaut euch diese Mammutpanzerarmee an. 11 Mammutpanzer haben wir schon. Oh, jetzt habe ich schon kein Geld mehr. Seht ihr das? Seht ihr das? Das hat nämlich erst gar nichts gebracht. Shit. Ah, gut, Leute. Was zur... Der hat zwei Einheiten gleichzeitig gebaut. Habt ihr das gesehen? Der will unbedingt meine Bürger platt machen, ne? Oh, da kommt er wieder angekackt hier. Aber das passt schon soweit. Oh. Hey! So. Nix da, Leute. Ja, der hat ganz schön... Ne, die Produktion ist bei ihm ganz schön am Laufen, muss ich sagen. Und bei mir aber jetzt weniger. Das heißt, ich muss bald los, ne? Ich muss bald los, komm aber nicht in die Basis rein. Aha. Schaut mal hier, er hat wieder volle Silos, Leute. So, dann mach mal Pause hier. So, und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass es euch so gut geht, soweit. Mir geht es nämlich nach wie vor sehr gut. Sonntagabend ist es. Und da hat er wieder 1000 gebracht hier. So. Ja, genau, Leute. Ist Sonntagabend. Und, jo. Wochenende leider vorbei. Aber nicht schlimm, Leute. Kriegen wir schon hin mit der Arbeit. Ist ja auch bald Ostern. Ne? Ist ja auch bald Ostern, Leute. Dauert ja nicht mehr lange. Was macht der denn hier? Hallo? Hey, das ist jetzt aber dreist hier. Oh, kommt der mit Tarnpanzer an. Nicht schlecht, Leute. So, ihr bringt mal bitte nach Hause. Oh, 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 da habe ich doch gerade... Ach, wo ist denn? Hier.
Ja, okay. Das war's dann mit der Geldquelle. Aber schau ich das an. No mercy. Ach ja, Leute. Mercy is for the weak. Hallo? See the future. Ja. Sehr schön. Das ist wieder voll. Das ist unfassbar. Ja gut, aber ich würde mal sagen, Leute. Ey, Leute. Na, lass mal, hört mal auf zu reparieren. Hilf mal bitte. So, weil wenn ich diesen Mammut jetzt fertig hab da... Ach, verdammt. Verkauf die Silos. Ja, sehr gut. Alles klar, wenn ich den jetzt eigentlich hab, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. Mission 15 ist das schon. Ich habe in meinen letzten Videos 13 reingetan. Naja, gut. Na gut, Leute. Gut, dann los. Los geht's hier. No mercy. So, das passt jetzt gerade. Schaut euch das an. Die Mammuts, ey. Die Mammuts. Na gut. Bam. So, Leute, dann können wir durchwalzen hier. Ja. Der Obelisk, das ist das Problem, Leute. Der Obelisk macht den platt. Sehr gut. Dieser Gummipanzer hier direkt weg. Und den Sammler. Den macht den Sammler im Arsch. Ja, fast. Sehr schön, Leute. In the name of Kane, Leute. Eher nicht. Eher in the name of Shepard. So, los hier rein da, los. Sehr gut. Und drauf da auf den Sammler. Und hier auch auf den Sammler platt machen. So, los. Gute alte Dampfwalzen-Methode. So, mach die Manikin-Fabrik platt hier. So. Mach die Drecksmanikin weg. Sehr schön, Leute. Und dann haben wir da, glaube ich, sogar schon. Der Ionenwerfer, genau. Die können mal die Flak bitte platt machen. Genau, Leute. Mach mal die Flak bitte im Arsch. Bam. So, dann können nämlich die Orcas gleich auch mal helfen. Die Orcas, die können mal dieses Gebäude da platt machen. Genau. Zack. Och, Leute. Ja, toll. Der hat natürlich da wie unten wieder eine Flak stehen. Also. Bam. So. Ey. Pff, der hat tatsächlich einen Turm im Arsch gekriegt. Und der baut jede Menge Sammler nach hier. Ja, lass den mal nach. Schau euch das an. Die Sammler, die kommen einfach... Die Einheiten, die kommen einfach so aus dem Nichts. Oh, fuck. What? What? Der hat eine Atombombe abgefeuert. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Oh, Kane, du Sack. Dieser Sack hier, ey, wirklich. Hat der einen Atomschlag abgefeuert? Ich glaube das ja nicht, ne? Hat der Sack echt einen Atomschlag abgefeuert? Boah, was ein Penner. Fahrt doch einfach mal hier drüber. Meine Güte. So. Der Obelisk dürfte aber auch nicht mehr funktionieren. Und ihr seht, der hat auch schon kein Geld. Doch, er funktioniert noch. Warum funktioniert der noch? So. Die Orcas machen da hinten die Silos platt. Sehr gut. Sehr schön. Ihr macht bitte weiter. Und ihr hier bitte weitermachen. Hallo? Ah, ihr habt keine Raketen mehr. Okay. Ich verstehe schon, Leute. Aber hey. Das ist doch geil gut gegangen hier. Wobei, der baut sich wieder auf, ne? Irgendwie. Er hat aber, glaube ich, auch kein Geld mehr jetzt. Ah, hier, schaut mal. Schaut mal da. Zack. Und weg damit, Leute. Die letzte Schlacht hier. So, da ist sein Bauhof. Weg damit. Und tschüss, Sammler. Oh, das ist aber mies jetzt. Das ist aber mies. So. Er hat mich verkauft. Sehr schön. Blöd muss man sein, ja. Oh, Mann. So, aber die Mammuts, die regeln das. Schaut euch das an hier.
Er hat noch irgendwo einen Bauhof. Ionenwerfer auf die Energie platt. So. Die Orcas auf das Silo da. Bam. Hier unten hat er noch was. Schaut mal. Er hat noch hier den, den Tempel von Nott hat er noch hier stehen. Den verkauft er auch nicht. Da ist der Tempel. Der hat noch eine. Der hat noch... Ja, jetzt kann ich nichts mehr bauen, ne? Panzer Orcas. Oh Mann, Leute. Der hat zwei Atombomben abgeschmissen. Der Sack. Der Sack, ey. Ich glaub das ja nicht, ne? Und irgendwo hat er noch einen Bauhof, der Kerl. Ich hab nur noch Orcas. Ich kann nur noch Orcas bauen, ey. Ach, Leute, ihr blöden Männchen. Genau, fahrt ihr einfach platt hier. So, zack. Oh, mein Timer ist wieder im Arsch oben. Oh. Oh Mist, und ich habe mein Handy nicht da. Leute, Leute. Verdammt. Verdammt. Aber gut, Leute. Dann werde ich halt auf die Uhr schauen. Ich glaube, wir hatten noch eine Viertelstunde oder so, ne? So, Leute, wir haben einen Luftangriff. Das ist schon mal sehr gut, weil der kann ja dann hier auf die Energie. Genau. Wir haben alle Waffen der GDI zur Verfügung. Bam. So. Die Orcas bitte hier drauf. So. Der baut sich nämlich hier noch auf. Na, wo ist denn sein zweiter Bauhof? So. So, bam. Perfekt, Leute. So, die Silos sind schon weg. Ich frage mich jetzt gerade allerdings, wo sein zweiter Bauhof ist. Schaut euch das an, der hat hier alles zerlegt. Der hat alles zerlegt von mir. Aber Männchen habe ich auch nicht mehr. Ja, ich muss jetzt hier mit diesen Mammuts alles platt kriegen. Und mit den Männchen am besten. So. Selbstverständlich. Was hat er hier noch? Eine Kirche? Da hat er noch einen Turm, okay. Ist da Geld drin? Nein, leider nicht. Ach, verdammt. Ja, aber gut, Leute. Bam. Da ist nämlich sein Bauhof, seht ihr das? Ihr seid schneller. Ionenwerfer. Bam. So, da ist nämlich sein Bauhof gewesen. Der hatte nämlich noch einen Bauhof hier versteckt. Hey. Aufstand der Bürger. Der macht jetzt meinen Sammler im Arsch, ne? Oh je, Leute. Oh je. Dann überfahr die einfach. Versuch's zumindest. Ja, gut. Bam. So. Butz hier. Und weg. Das ist wirklich knapp geworden am Ende noch, ne? Das ist am Ende wirklich nochmal knapp geworden. So. Du bist auch Team 2, bitte. Ah, bam. Und den Sammler wegmachen. Genau, sehr schön, Leute. Wir haben's. Die Mission ist geschafft. Der Krieg gegen die Nord ist beendet. Und wir haben unseren Luftangriff. Sehr gut. Bomber kommt von oben. Sehr schön. Ist aber auch nur einer, ne? Und bam. Sehr schön. Ist auch fast im Arsch. Sehr schön. Brenne. Und ja. Dann hoffe ich, dass euch die GDI-Kampagne gefallen hat, Leute. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht. Bam. Auch wenn die teilweise echt unfair war. Aber gut. So. Das repariert er natürlich, ne? Weil es halt seine letzten... Seine letzte Identität hier ist, die vom Kane. So, ja. Dann würde ich sagen, passt das aber auch mit der Mission. In dieser Folge, dass wir die Mission fertig haben. Tatsächlich, Leute. Das war's. Der Adler ist gelandet. Ha. Sehr schön. Oh mein Gott. Genießt die Cutscene, Freunde.
Ulrich. Es hat uns schwer. Sie haben den Tempel in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen hier raus, bevor... Sir, wir hatten erhebliche Verluste oben. Die Gebäude wurden beschädigt, der Feind konnte eindringen. Ich schätze, GDI wird sich in circa 20 Minuten den Zugang zu dieser Kommandostelle erkämpft haben. Ganz genau, liebe Leute. bei dieser Mission gibt es drei verschiedene Cutscenes. Allerdings habe ich leider vergessen zu speichern, sodass ich euch die nicht zeigen kann. Verdammt. Gut, egal. Aber, liebe Leute, wir haben den dort platt gemacht. Und, ja, kommt jetzt noch. Ja, ist noch eine Cutscene. Bestätigten vor wenigen Stunden, dass Sturmtruppen der globalen Defensivinitiative am Nachmittag das Hauptquartier der Bruderschaft von Nord bei Sarajevo erfolgreich angegriffen und zerstört haben. Damit endet eine dreitägige Belagerung, in der sich die Truppen von GDI und Nord erbitterte Gefechte geliefert hatten. Augenzeugen und Überlebende berichten übereinstimmend, dass die Kampfverbände etwa gleich stark gewesen seien. Doch die GDI-Führung habe überlegene Taktiken und Strategien angewandt und Nord ausmanövriert in einer, Zitat, epischen Schlacht. In einer am frühen Abend herausgegebenen Verlautbarung bezeichnet der UN-Verteidigungssekretär Dr. Charles Olivetti die Männer und Frauen der von der UN finanzierten GDI-Truppen als, Zitat, unvergessene Helden der Menschheitsgeschichte und unermüdliche Verteidiger der Freiheit, Zitat Ende. Obwohl Dr. Olivetti noch keine genauen Zahlen bekannt gab, bestätigte er doch, dass beide Seiten schwere Verluste zu verzeichnen hatten. Auch Kane, der selbsternannte Prophet und charismatische Anführer der Bruderschaft von Nod, gehört zu den Vermissten und ist vermutlich gefallen. Die Entdeckung und Vernichtung des Nord-Hauptquartiers setzt einen Schlusspunkt unter eine dreijährige Eskalation der Gewalt, die durch die internationalen Terroranschläge dieser Organisation geschürt wurde. Die Reaktion der Weltöffentlichkeit war... Oh, ja, liebe Leute. es ist soweit. Die GDI-Kampagne ist geschafft. Die Bruderschaft ist besiegt. Und ja, wir haben die Orca-Cutscene gesehen. Am Ende. Es gab ja drei. Ja. Ach, und ich liebe einfach diesen Soundtrack, Leute. Ich liebe einfach diese Musik. Und, ja, was sehen wir da unten? Präsident? Irgendwas, ja? Ganz genau. Leute, dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich. Also, ich, für mich dauert es nur 2 Minuten. Für euch 2 Tage. ich würde sagen, machen wir mit dem Add-on weiter, der GDI. Genau, und mit den Konsolenmissionen, die kommen ja auch noch. Und ja, das war am Ende, wie die Nachrichtensprecherin auch gesagt hat, ein sehr langer Abnutzungskampf. das kann ich so bestätigen. Ja, das war einfach... Ach, herrlich. Ach, schön die Mucke. Es war einfach, ja, ein purer Abnutzungskampf und die Bilder hier unten sind irgendwie interessant, ne? Und ja, wie es hier dann weitergehen würde, das ist, glaube ich, Commander Conquer 3. So, die Cutscene ging schneller vorbei, als ich gedacht habe. Aber gut, Leute, gucken wir uns mal die Bonusgalerie an. Wo sind sie denn? Sekundische Dr. Möbius? Nein. Das war die? Nein. Wo sind denn die? ah, hier. Nods treuster Freund. Joe Gushen. Kane. Ah.
Okay, und hier haben wir diese Nachrichtensprecherin, die mit dem Ausschnitt. Aber gut. Eine Explosion, die den Orientierungspunkt zerlegt hat. Marsha Sweets. Okay. Interessant. Und hier Netrunner. Cranes Elite Hacker. Ach cool. Ja, zack. Die Netrunner. Aber wartet mal, nein, das. Ah! Was ist das denn? Kein Pardon, keine Nachsicht? Ah, okay, hier geht es los, okay. Kane und der Ionenwerfer. Genau, Leute, das wäre nämlich die Cutscene von dem Ionenwerfer gewesen. Fear and Loathing, Kanes Handlanger. Was? Rollen die da rum? Genau, Kanes Handlanger. Und dann war noch hier die Endcutscene. Das Ende des charismatischen Not-Anführers. Auch die Dame mit dem Ausschnitt. Okay, interessant, liebe Leute. Ja, Ausnahmezustand. Liebe Leute. Oh, das sind gar nicht so viele, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 waren es bei der Not. Ist eine wenige bei der GDI, oh mein Gott. Okay, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal im Add-on. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ja, und erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Hm? Tschüss.